Unter dem Motto Inklusion, dabei sein von Anfang an, hat sich die Caritas Behindertenwerk GmbH am Internationalen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung beteiligt. Mit der 2009 in Kraft getretenen UN-Konvention verpflichtet sich Deutschland zur umfassenden gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Bereiche Bildung, berufliche Teilhabe, Barrierefreiheit sowie selbstbestimmtes Leben und Wohnen. Anlehnend an diese Forderung setzt sich das Caritas Behindertenwerk in Kooperation mit der Stadt Eschweiler für die Umsetzung dieser Ziele ein. Also das Ziel haben wir noch lange nicht erreicht. Die Vereinbarung gilt ja ab dem Jahre 2006 und es ist dann noch viel zu tun. Und gerade das, was Sie machen, jetzt Öffentlichkeitsarbeit, halte ich für sehr wichtig, um die Menschen in unserer Stadt oder überhaupt zu sensibilisieren, den Umgang mit behinderten Menschen von vornherein sehr offen zu gestalten. In Deutschland leben ca. 82 Millionen Menschen. Hiervon sind 7 Millionen schwerbehindert. Ich habe eine Lernbehinderung. Ich bin blind und gehbehindert. Ich kann aber laufen, aber nicht weite Strecken. Also bestimmte Situationen brauche ich auch den Rollstuhl. Ich fühle mich nicht eingeschränkt in meiner Behinderung. Ich habe eine Halbseitenlähmung und eine Lärmhinderung. Jeder hat seine Macken, ob behindert oder nicht. Mit unterschiedlichen Aktivitäten machte das Caritas Behindertenwerk auf die aktuelle Situation aufmerksam. Dabei stellte sich immer wieder die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also Gesellschaft, wo die Vorteile abgebaut werden, bis auf null zurückgefahren werden, wo alle Menschen gleich behandelt werden und auch wirklich alle Menschen gleich sind. Es sollte das genaue Gegenteil sein, dass die Leute nicht mehr so schlecht über die Behinderten denken, weil wir sind ja im Prinzip auch nur Menschen, nur dass wir halt andere Sachen schlechter können wie ein Gesunder. Ansonsten sind wir ja völlig gleich. Wenn es eine Möglichkeit gibt, mit Behinderten anders umzugehen, zum Beispiel wenn man ein paar Mal sagt, wenn man mit dem Rolli irgendwo hinfährt, wenn man ein paar Mal sagt, Achtung Rolli, wenn man irgendwo durch muss, dass die Leute auch hören. Wir wollen!